Man sagt MathematikerInnen ja nach, dass wir nicht rechnen können im Kopf. Mathematik hat wenig mit Rechnen zu tun. Also ich bin jetzt kein studierter Taschenrechner. Ein gutes Zitat ist auch, Mathematik ist die Kunst, Rechnen zu vermeiden. Ich habe eigentlich, würde ich nicht sagen, dass ich eine Lieblingszahl habe. Ich habe 3 Lieblingszahlen, 3, 7 und 10. 3,14159265358979323846262643. Ich bin Mario Kummer, ich bin Juniorprofessor für reelle algebraische Geometrie. Mein Name ist Henriette Heinrich und ich bin Promotionsstudentin am Institut für Mathematische Stochastik. Ich bin Johann Beurich und ich promoviere gerade in der Mathematik im Bereich Analysis. Ich bin Markus Schmidtchen, bin Juniorprofessor für angewandte Mathematik seit Oktober 2020. Ich bin Alexandra Schwarz. Ich habe hier an der TU Dresden die Professur für mathematische Optimierung. Mein Name ist Anita Behme und ich bin Professorin für angewandte Stochastik an der Fakultät Mathematik. Ich bin Michael Nestler und ich arbeite im Institut für wissenschaftliches Rechnen. Warum hast du dich für Mathematik entschieden? Was fasziniert dich so daran? Das ist eine gute Frage. Das war nie eine bewusste Entscheidung. Das war was, was mir seit der Schule sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Eine Sache, was mich daran fasziniert, ist dieser Knobelaspekt. So Aufgaben sind wie so Rätsel, wo man dann dran knobeln kann. Eigentlich hatte ich mich schon immer für Mathematik interessiert. Und das Coole ist, dass Mathematik eigentlich überall ist, gerade in biologischen Systemen, wo ich mich auch in der Forschung für interessiere. Schon als wir in der Schule mal ein Selbstporträt zeichnen sollten, habe ich Zahlen im Hintergrund reingemalt und meinte, ich will irgendwas mit Mathe machen. Also irgendwie war das mein ganzes Leben lang schon da. Entschieden für das Studium habe ich mich aber, weil ich damit mir die Möglichkeiten offen gehalten habe. Also mich eigentlich nicht entscheiden musste, was ich nachher machen möchte, weil ich nicht für irgendein konkretes Berufsbild studieren muss, sondern ich dachte, ich mache einfach weiter mit dem, was mir Spaß macht und gucke dann hinterher, wo es mich hintreibt. Kannst du verstehen, warum so viele Mathe in der Schule nicht mögen? Ich glaube, dass in der Schule einfach eine sehr einseitige Sicht auf die Mathematik gegeben wird. In der Schule geht es irgendwie immer nur darum, bis zum nächsten Test, bis zur nächsten Klassenarbeit das Ganze einmal gelernt zu haben oder auch einfach nur so das Kochrezept genauso nochmal zu machen und eben nicht darum, selber kreativ kochen zu lernen. Ich glaube, bei Mathe ist so ein bisschen auch das Problem, dass wenn man mal irgendwie ein halbes Jahr draußen ist, aus welchem Grund auch immer, dann ist halt extrem schwierig, wieder reinzukommen, weil alles so aufeinander aufbaut. Mathematik ist viel vielschichtiger, viel vielfältiger und viel kreativer als in der Schule. Leider haben wir da so ein bisschen ein Problem mit einem Stigma, weil Mathematik in der Schule nicht Mathe ist, sondern Rechnen. Aber Mathematik ist was Hochsoziales, was Hochkreatives und das ist das, was mir im Studium schon Freude gemacht hat und deswegen habe ich das auch als meinen Beruf gewählt. Gibt es in der Mathematik überhaupt noch etwas Neues zu erforschen? Ja, immer mehr eigentlich. Also es hört nie auf. Wir finden immer neue Fragen. Mit jeder Frage, die man beantwortet, tauchen gefühlt 10 neue Fragen auf. Also wir werden nicht arbeitslos. Mathematik ist in meiner Vorstellung, wird das sicher immer ausgedacht. Also Menschen erfinden das. Solange es eben Probleme gibt, die Menschen zu lösen haben, wird es auch Sachen geben, die man in der Mathematik noch erfinden kann als Werkzeug eben für diese Probleme. Also deswegen promoviere ich ja auch und habe tatsächlich eine Formel gefunden und konnte die beweisen, die so vorher noch nicht in der Fachliteratur stand. Wie findet man denn so eine Formel? Ja, man muss jahrelang drüber nachdenken und dann ist das viel Trial and Error und ja, irgendwann klappt es hoffentlich. Es gibt auch Fragen, die man mit Schulwissen verstehen kann und die auch noch nicht geklärt sind. Zum Beispiel, ob es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt. Das sind zwei Primzahlen, die sich nur um zwei, also deren Differenz 2 ist. Also zum Beispiel 17 und 19 ist ein Primzahlzwilling, ob es unendlich viele solche Zwillinge gibt. Andere Frage ist, ob das auch ein nützliches Wissen ist. Aber, ja. Ist Mathematik nicht eigentlich nur eine Hilfswissenschaft für andere Wissenschaften? Mit diesem Begriff Hilfswissenschaft. Ich würde eher sagen, eine grundlegende Wissenschaft. Ich glaube, Mathematik ist die Wissenschaft, die überhaupt andere Wissenschaften ermöglicht. Also Wissenschaft ist immer sozusagen Hilfe. Es ist ein Werkzeug. Und das ist natürlich auch dazu da, um das Leben für Menschen einfacher zu machen, Sachen zu verstehen. Insofern habe ich damit kein Problem, Mathematik als Hilfswissenschaft zu bezeichnen. Aber ich denke, das trifft auf viele oder nahezu jede Wissenschaft zu. Hast du in der Schule schon immer die Mathe-Olympiade und den Känguru-Wettbewerb gewonnen? Also beim Mathe-Olympiade war ich irgendwie nicht so gut. Also da bin ich nie in die nächste Runde gekommen. Beim Känguru-Wettbewerb habe ich so ein T-Shirt gewonnen und in der 12. Klasse habe ich so einen Aufenthalt in so einem französischen Mathe-Camp gewonnen. Känguru-Wettbewerb gab es immer schön große Preise und Mathe-Olympiade bin ich zumindest zweimal bis zur Landesrunde in Sachsen gekommen.
Ich habe tatsächlich erst im Abitur dran teilgenommen, weil mich meine Mathelehrerin dann einfach angemeldet hat. Sie kam in den Raum dann rein, hat wild auf Leute gezeigt und gesagt, ich habe euch jetzt angemeldet, nächste Woche ist Mathe-Olympiade. Ich habe relativ häufig teilgenommen, weil ich glaube, so gewinnen, also kam mir nie so vor, als wäre das möglich, weil nach der einen Runde kommt gleich die nächste und dann kommt noch eine und noch eine und noch eine. Nee, also gewonnen habe ich es auf jeden Fall nie. Hast du eine Lieblingszahl und wenn ja, welche ist das? Ich habe eigentlich, würde ich nicht sagen, dass ich eine Lieblingszahl habe, aber irgendwie so ganz spontan bei der Frage kam jetzt 3 in Sinn, aber keine Ahnung warum. Ja, tatsächlich, aus Schulzeiten, und zwar die Zahl 7. Vielleicht die 0, weil alles gegen 0 konvergiert. Spontan sage ich jetzt einfach mal Pi, ist wahrscheinlich so eine Standardantwort der Mathematiker. Ich habe 3 Lieblingszahlen, 3, 7 und 10, einfach weil 3 und 7 schöne Zahlen sind, auch Glückszahlen sind und ich das ehrlich gesagt irgendwie mit 10 beschlossen habe, dass das meine Lieblingszahlen sind und surprise, 3 plus 7 ergibt auch 10. Wie viele Nachkommastellen von Pi kennst du eigentlich? Ich habe mal 200 Nachkommastellen auswendig gelernt, dazu mit dem Fußball jonglierten, das auf meinem YouTube-Kanal der Fuchs hochgeladen. Ja, also mindestens 100 kriege ich jetzt wahrscheinlich auch noch hin. Tatsächlich nicht so viele. 3,14415 und dann geht's weiter. 3,14159265. Das müsste 3,14159265358979323834626433 und so weiter sein. Mal abgesehen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was kann man eigentlich werden, wenn man Mathematik studiert hat? Eigentlich alles. Also es gibt die klassischen Berufsbilder wie jetzt in der Finanzwirtschaft oder in der Versicherungswirtschaft oder vielleicht als Softwareentwickler. Aber es gibt auch genug Politiker, die Mathematiker sind. Es gibt Sportler, die eigentlich Mathematiker sind. Vielleicht überspitzt gesagt, mit einem Physikstudium kann man Bundeskanzlerin werden. Und ich würde sagen, Mathematik ist noch viel tiefgreifender und viel vielfältiger als die Physik selber. Und deswegen würde ich sagen, man kann noch viel mehr, hat noch viel mehr Berufsmöglichkeiten. Also ich glaube, heutzutage stellt sich die Frage weniger als vor 10 Jahren oder 20 Jahren noch. Also ich glaube, man muss nur sagen, hallo, ich bin Mathematiker und ich interessiere mich für Daten. Und ich glaube, dann findet sich da schon was. Also ich kenne Leute, die arbeiten in Unternehmensberatung, die arbeiten in der Statistik, Versicherung. Das sind so die Sachen, die man vielleicht erwarten würde. Ich kenne auch jemanden, der, das ist eigentlich das Lustigste, ein Programm geschrieben hat, was mit Hilfe künstlicher Intelligenz versucht, vorherzusagen, welche Buchmanuskripte Bestsellerpotenzial haben. Also wir sind überall. Brauchst du überhaupt einen Taschenrechner oder rechnest du alles im Kopf? Das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis. Mathematik hat wenig mit Rechnen zu tun. Also ich bin jetzt kein studierter Taschenrechner, sondern ich beschäftige mich mit eben abstrakten Strukturen. Wenn ich was ausrechnen muss, dann nehme ich entweder einen Computer, ja, oder halt eben gleich noch was Größeres, einen Supercomputer. Es geht eigentlich gar nicht ums Rechnen, sondern ums große Zusammenhänge finden. Ein gutes Zitat ist auch, Mathematik ist die Kunst, Rechnen zu vermeiden. Also man sagt MathematikerInnen ja nach, dass wir nicht rechnen können im Kopf. Ich kann nicht für uns alle sprechen, aber bei mir stimmt's, was hauptsächlich daran liegt, dass ich es viel zu selten mache. Aber ich greife eher nicht zum Taschenrechner, ich versuch's dann mit einem Blatt Papier. Das wird jetzt schwierig, denn wir haben eine Kopfrechenaufgabe. Oha, das war so nicht abgemacht. Oh je. Okay. Bereit? Weiß ich nicht. Was ist denn 135 durch 9? Mal, Klammer auf, 14 plus 7 minus 11, Klammer zu. Das ohne Blatt Papier und ohne ein Espresso heute Morgen? Nee. Jetzt bin ich irgendwie gerade, oh Gott. Ehrlich gesagt, ist es mir, würde ich das gerne geschrieben sehen und dann kann ich es ausrechnen, aber so, tut mir leid. Also 135 durch 9, nee, durch 9. 14 plus 7 sind 21, minus 11 sind 10. Mein Gott. Also ich bin erst auf 15 gekommen und dachte, ich muss dann noch plus 10 nehmen, weil es irgendwie... Also 15 mal 10 macht 150. Ach nee, stimmt, das war mal 10, also sage ich 150. Dann sind es 150. 150? Ja. So, in meiner Funktion als Analyst in der Mathematik würde ich sagen, das genaue Ergebnis ist gar nicht so wichtig. Aber wir haben irgendwas 100, das ist kleiner als 200, das kann ich durch 9 teilen. Dann kann ich sagen, das ist kleiner als 1000 und dann habe ich das irgendwie multipliziert mit zwei Sachen, die positiv sind.
Die ist beides insgesamt, die Differenz ist, sagen wir mal, auch kleiner als 100. Das heißt, das Ergebnis ist kleiner als 100.000 und auf jeden Fall positiv. Das heißt also, das Ergebnis, um das es sich handelt, ist eine Zahl zwischen 0 und, sagen wir mal, 100.000. Und das kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen. Das ist die beste Antwort, die wir hatten bisher auf diese Frage. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge der Sitzgelegenheit mit MathematikerInnen der TU Dresden. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal. Über die Endcard findet ihr hier oben noch die letzte Folge der Sitzgelegenheit mit Austauschstudierenden und darunter ein Video unseres Formats Gute Frage.